In einem Gespräch mit N1 nahm Landesrätin Barbara Rosenkranz von den niederösterreichischen Freiheitlichen zum Ergebnis der Volksbefragung Bundesherstellung und ist der Überzeugung, das Befragungsergebnis sei ein gutes für das Land und den Heimatschutz. Die erste österreichweite Volksbefragung ist bereits hinter uns, ist in Ihrem Sinne gut gelaufen. Das ist wirklich ein wunderbarer Tag für die Sicherheit Österreichs und für den Heimatschutz. Ganz ein ausgezeichnetes Ergebnis. Wir haben eine große Freude. Wir haben übrigens auch nicht daran gezweifelt, dass der Ausschlag deutlich für die Wehrpflicht sein würde. Ganz besonders erfreulich habe ich eben auch die hohe Wahlbeteiligung, generell über 50%, aber vor allem auch in Niederösterreich. Das zeigt, dass die Bürger mündig sind. Wer das je hat anzweifeln wollen, muss sich jetzt eines Besseren belehren lassen. Und das heißt auch Ausbau der direkten Demokratie. Die Bürgerinnen und Bürger wollen mitreden, wollen mitdiskutieren und wollen vor allem selber entscheiden. Erwarten Sie jetzt auch die nötigen Reformen beim Bundesheer? Die müssten ja jetzt einhergehen mit diesem Votum. Ganz klar, die notwendigen Reformen, das sagt ja auch der Generalstab, der durchwegs für die Wehrpflicht war. Diese Reformen müssen jetzt durchgeführt werden. Aber eines ist natürlich auch klar. Der Kurs, wir hungern das Bundesheer aus und sparen es jetzt einmal kaputt und sagen dann, es ist nichts wert. Dieser Kurs darf nicht fortgesetzt werden. Reformvorschläge, Finanzierungs- und Bedeckungsvorschläge und los geht's. Es ist wirklich an der Zeit. Erwarten Sie noch vor der Nationalratswahl noch Reformvorschläge von beiden Parteien? Es wird dringend notwendig sein, dass Minister Darabosch jetzt endlich zum Arbeiten anfängt oder aber, und der Vorschlag kam ja von Heinz-Christian Strache, das Feld räumt für einen, der besser mit der Wehrpflicht zurechtkommt und auf dieser Grundlage seine Reformvorschläge einbringt.